Lieben, ich bin Sophia und auf meinem Kanal findet ihr Videos zu Ernährung, zu Fitness, Vlogs und auch Beauty-Videos. Und in diesem Video habe ich eine Challenge für euch, denn ich habe mich letzte Woche wie Ariana Grande ernährt. Und was da so passiert ist, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Also ganz, ganz viel Spaß. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und jetzt geht's los. Grande ist so eine Person, die kennt einfach jeder und ich finde sie wirklich super, super schön und ich kenne sie auch relativ lange. Also ich habe sie immer früher auf Nickelodeon gesehen und wollte mir dann sogar die Haare rot färben, weil sie das hatte und das einfach so schön bei ihr aussah. Ich habe es nicht gemacht, aber das lag, glaube ich, nur daran, weil ich meine Haare einfach generell nicht färben wollte und das dann doch zu einer großen Hürde war. Aber ich finde sie einfach super, super schön. Ich habe mich letzte Woche so wie sie ernährt. Sie ist nämlich seit mehreren Jahren vegan und sie ist aber nicht nur vegan, sie ernährt sich nach der makrobiotischen japanischen Diät. Jedenfalls ist das, was das Internet so hergegeben hat. Und das bedeutet eigentlich, dass sie ja sich so ein bisschen an dieser japanischen Diät orientiert. Also Tofu und Algen, Edamame. Und dass sie aber dann eher unverarbeitete Produkte isst. Außerdem isst sie anscheinend keine Nachtschattengewächse. Sie isst keine normalen Kartoffeln, dafür aber Süßkartoffeln mit Zimt sehr gerne. Und sie hat eine Allergie gegen Bananen und Tomaten. Deswegen kann sie das natürlich auch nicht essen. Die Tomatenallergie hat sie aber erst später dazu bekommen. Deswegen kann es sein, dass ihr noch manche Rezepte mit Tomaten findet, weil sie aus einer italienischen Familie kommt. Und Italien ist einfach so bekannt für Pizza, Tomatensauce, Spaghetti. Auf jeden Fall ganz viele tomatige Sachen. Also ich war gerade einkaufen, habe auch gerade einen veganen Food Haul abgedreht, aber jetzt war ich nochmal in meiner Küche shoppen, beziehungsweise habe meine Küche mal durchgeschaut, was ich so habe, was Ari gerne isst, weil ich auch schon über die letzten Monate so ein paar Sachen eingekauft habe, weil ich mir gedacht habe, okay, im Januar möchte ich diese Challenge machen, nehme ich das doch mal mit, ne? Also natürlich keine verderblichen Sachen. Und deswegen zeige ich euch mal, was ich jetzt so speziell für die Challenge habe, was Ariana so isst und was sie auch nicht isst. Denn ich habe herausgefunden, dass sie eine Allergie gegen Tomaten hat. Also sie hatte wohl erst keine, hat dann aber eine aufgebaut und musste deswegen sogar Konzerte absagen. Also Tomaten kann sie nicht essen und ich liebe Tomaten einfach und ich glaube, Ari hat sie auch geliebt. Ich weiß es nicht so genau. Es ist so ein bisschen schwer, das alles herauszufinden, weil ich kann sie natürlich schlecht anrufen und sie fragen, obwohl ich das gerne würde. Dann isst sie keine Bananen, dagegen ist sie nämlich auch, soweit ich weiß, allergisch. Dann achtet sie darauf, wenig verarbeitete Produkte zu essen. Sie ist vegan. Aber ich zeige euch mal, was ich jetzt so hier in meiner Küche zusammengesucht habe. Hier seht ihr übrigens noch so die Reste von meinem veganen Food Haul. Den verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Das alles wird Ariana auch essen, aber es ist jetzt nicht, was sie immer in ihren Stories gezeigt hat oder so. Das ist nämlich das hier. Also Blaubeeren liebt sie anscheinend, deswegen habe ich die auch mal gekauft. Edamame isst sie auch sehr oft. Da habe ich hier nämlich mal so eine Konservendose davon gefunden. Wie ihr seht, ist sie aus Holland. Also das habe ich noch nicht in Deutschland gefunden. Dann habe ich gesehen, dass sie gerne Kokosnusswasser trinkt. Und wisst ihr was? Es gibt eine Sache, die ich wirklich nicht gerne mag und das ist Kokosnusswasser. Ich habe es schon richtig oft probiert und ich werde es nochmal probieren, deswegen habe ich es ja gekauft, aber bisher fand ich das immer richtig eklig. Ich weiß nicht, ich fand es bisher nicht frisch, ich fand es nicht lecker. Wir probieren das nochmal, deswegen habe ich es gekauft. Dann habe ich sie öfter Avocado essen sehen, die esse ich auch sehr, sehr gerne, deswegen habe ich direkt zwei geholt. Süßkartoffeln isst sie gerne, auch mit Zimt. Die Variante habe ich noch nie probiert, aber das werde ich auch machen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass sie gerne diese Adzuki-Bohnen ist. Leute, ich habe die noch nie vorher bewusst gegessen. Haben auch gute Nährwerte, also so wie andere Bohnen. Dann habe ich hier noch etwas. Und zwar ist das meine Dose mit allen möglichen Nussmischungen. Also ich hatte so ein paar Studentenfuttermischungen und Nussmischungen. Die habe ich hier alle reingetan. Und dann habe ich hier noch eine Drachenfrucht. Die mag sie nämlich anscheinend auch sehr gerne. Ich werde das jetzt aber trotzdem alles wieder einräumen. Und dann werde ich essen. Morgens ist sie typischerweise Oatmeal mit Blaubeeren und Mandeln. Das fand ich sehr lecker. Oder auch ein Smoothie. So, heute ist der 2. Januar und laut meiner Recherche isst Ariana sehr gerne Oatmeal. Ich habe noch ein paar Chiasamen reingetan mit Mandeln und
ganz, ganz vielen Blaubeeren. Das sind jetzt nicht so viele, aber ich teile mir die etwas ein. Dafür habe ich sie frisch gekauft. Und ja, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Ich habe das Ganze mit Sojamilch gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Das würde ich auch so essen. Mittags und abends isst sie dann Gemüse mit Tofu oder Avocado, Hummus, Salat, solche Sachen. Was auch noch so eine typische Sache von Ariana Grande ist, dass sie gerne Süßkartoffeln mit Zimt isst. Das habe ich persönlich vorher noch nie probiert, aber ich habe es natürlich auch in dieser Challenge öfter gegessen. Und es war wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. So, ihr Lieben, ich habe mir heute Süßkartoffeln mit Zimt gemacht. Also ich habe die Süßkartoffeln im Ofen gemacht und dann Zimt oben drüber gestreut. Daneben habe ich noch Pak Choi und Tofu. Tofu habe ich benutzt, weil sie das sehr gerne isst und auch oft in ihren Stories hat. Pak Choi ist grün, keine Ahnung, ob sich das jetzt oft isst oder nicht. Aber sie isst Kohlsorten ziemlich oft und das ist ja sowas ähnliches. Dann habe ich hier noch Avocado daneben. Avocado ist auf jeden Fall immer gut. Als Gewürz benutze ich sehr gerne das Avocado-Topping und das habe ich dann natürlich auch zur Avocado gegeben. Und das bekommt ihr sogar mit dem Code JustSophia_Bu kostenlos. Ab dem Bestellwert von 20 Euro, aber das schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Und ich probiere jetzt aber erstmal die Süßkartoffeln mit Zimt. Also Süßkartoffeln habe ich schon mal gegessen, aber noch nie mit Zimt. Und weil die immer so lange dauern, mache ich die normalerweise auch nicht so oft. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen was vorbereitet, weil sie auch das wirklich sehr oft isst. Und das werde ich dann diese Woche auch oft essen. Ja, also es schmeckt wirklich gut. Also es ist eine gute Kombi. Aber es ist jetzt auch nichts Atemberaubendes meiner Meinung nach. Also man kann es essen und es schmeckt gut. Der Süßkartoffelgeschmack überwiegt jetzt natürlich. Zimt mag ich auch. Ich finde auch, dass man Zimt mit was Herzhaftem essen kann. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Aber ja, es ist eine gute Kombi. Ich werde die weiter essen und das werde ich jetzt komplett genießen. Und als Snack isst sie super gerne Drachenfrucht, Nüsse, Blaubeeren, andere Früchte. Was ich wirklich oft gefunden habe, als ich Ariana Grandes Essen gesucht habe, ist, dass sie Drachenfrucht snackt oder isst. Ich habe die noch nie gegessen und deswegen wird es das erste Mal für mich, dass ich die probiere. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich die jetzt schneiden soll, aber ich mache die einfach in der Mitte auf und schau mal, was passiert. Aber oh, die ist schon ziemlich hübsch von innen, ne? Hier haben wir also die Drachenfrucht und die riecht irgendwie nach aufgeschnittenem Blatt. Ich weiß gar nicht, ob die reif ist. Keine Ahnung, Leute. Oh, die sieht wirklich schön aus. Ich schneide jetzt einfach mal hier das rum weg. Stunde der Wahrheit. Also die Konsistenz ist mega witzig. Erinnert mich so ein bisschen an eine Kiwi. Auch der Geschmack erinnert mich ein bisschen an eine Kiwi. Aber irgendwie schmeckt es auch nach nichts. Also nichts gemischt mit Kiwi. Okay, keine Ahnung, Leute. Also ich finde es wirklich in Ordnung. Ich schmecke nichts Besonderes daran. Also sie schmeckt irgendwie so ein bisschen nach nichts. Das ist nur so ein ganz bisschen Kiwi, frische, ein bisschen... Ja, nach Gras oder nach diesem aufgeschnittenen, ganz normalen, abgerissenen Blatt. Okay. Aber wenn Ari das isst, dann esse ich das jetzt einfach auch. Also, Prost. Ari trinkt anscheinend gerne Kokoswasser. Ich habe es schon öfter probiert, weil das ja angeblich so gesund ist und ganz toll schmecken soll. Es war bei Lidl jetzt nicht so teuer, aber früher habe ich mir das echt für 2 Euro für 200 Milliliter oder so gekauft und fand es danach richtig eklig. Ich probiere das jetzt aber nochmal zur Liebe dieser Challenge und mal schauen, ob ich das mag. Heute ist übrigens Tag 3. Man sagt ja auch, dass man Sachen immer wieder neu probieren soll und das mache ich auch wirklich. Also früher mochte ich zum Beispiel kein Brokkoli und jetzt bin ich ein richtiger Brokkoli-Fan. Ich muss das erstmal aufbekommen. Oh, es riecht einfach noch genauso wie immer. Oh, ich weiß nicht. Ist das mein Fall? Nee. Es geht. Ich muss sagen, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich glaube, da hatte ich auch irgendwie Kokosmango. Es ist jetzt offen, ich trinke das jetzt. So Leute, es ist Samstagabend und ich wollte mich gerade beschweren, dass es langsam etwas langweilig wird, weil ich mir gerade Tofu anbrate und eigentlich sowas ähnliches wie heute Mittag esse. Ich habe bloß meine ganzen Süßkartoffeln, die ich mir schon vorgekocht habe, aufgegessen.
und habe jetzt keine Zeit mehr, mir neu zu machen, weil gleich noch eine Freundin vorbeikommt und wir einen Serienabend machen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja noch diese Bohnen ausprobieren wollte, die sie isst. Nämlich diese Azuki-Bohnen. Da sie sonst sehr frisch ist, sind ja eigentlich Konserven ausgeschlossen. Also ich weiß jetzt ja natürlich nicht, wie genau sie das nimmt, aber sie ist ja eigentlich sehr frisch. Ja, aber ich denke mal, da ich die nicht frisch bekomme, ist das wohl in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, wie die schmecken. Aber ich mache eben dazu Tofu, der brät gerade wieder an. Dann habe ich hier wieder Bok Choy, ein paar Pilze. Und dann habe ich hier noch so eine Kräutermischung aus der Tiefkühltruhe. Ich hatte keinen Platz mehr, weil ich neue Tiefkühlheidelbeeren gekauft habe. Deswegen muss ich das rausnehmen und deswegen wird keine frische Petersilie benutzt. Das mische ich dann zusammen. Dann habe ich auch mal eine andere Kohlenhydratquelle als Süßkartoffeln. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Aber so ganz abwechslungsreich ist es echt nicht. Jetzt kommt wieder der Taste-Test. Also die sehen eigentlich aus wie so mini kleine Kidneybohnen. Also insgesamt sieht mein Essen jetzt etwas anders aus als die letzten Tage. Variation, Leute. Sie schmecken auf jeden Fall anders als Kidneybohnen und auch anders als normale Bohnen. Also es lohnt sich hier wirklich mal andere Bohnen zu kaufen. Kann man auf jeden Fall essen, aber mein Favorit ist es nicht. Also da finde ich Kidneybohnen leckerer. Aber ich bin ja nicht ich, sondern Ariana. An dieser Stelle unterbreche ich das Video kurz. Vielleicht habt ihr ja schon gesehen, dass ich einen neuen Pullover von Beyond Limits anhabe. Und es gibt nämlich aktuell, also noch diesen Sonntag, 30% auf alle Hoodies und Jacken mit dem Code, der in der Infobox steht. Da habe ich auch direkt mal einen Link für euch reingesetzt. Darüber könnt ihr gerne mal schauen, ob ihr da was findet. Aber ich finde diesen Hoodie wirklich mega gemütlich. Das ist der Essential Oversize Hoodie. Und ja, der ist auf jeden Fall echt richtig, richtig cool und perfekt, wenn man so im Gym oder einfach auch in der Freizeit einen schönen, gemütlichen Pullover anhaben möchte. Das war's jetzt aber auch schon zu meinem Outfit. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Heute ist Tag 4 und es gibt mal wieder Tofu, aber dieses Mal mit Salat und zwar Feldsalat, Champignons und Granatapfel. Ich habe dazu noch so ein Dressing gemacht aus Olivenöl, Senf und Salz und was war es noch? Essig, genau. Und das werde ich jetzt essen. Ariana Grande trinkt ganz gerne Smoothies und ich habe keinen Smoothie-Mixer. Aber heute machen wir eine Smoothie-Bowl. Ich habe mir Tiefkühlheidelbeeren gekauft, weil sie die ja gerne isst. Healthy Spinat. Und den habe ich schon abgewaschen. Kokosnussmilch und ein paar Kokosnusschips. Ja, ich mache das Ganze mit einem Pürierstab. 150 Gramm Heidelbeeren, dann 25 Gramm Spinat, 200 Gramm Kokosmilch, die daneben gelaufen sind. Also ich bin wirklich gespannt, ob das am Ende schmecken wird. Feiner kriegt das mein Pürierstab leider nicht hin. Es ist ja sehr appetitlich hier mit diesen Spinatstückchen da noch zwischen. Schmeckt erstaunlich gut, Leute. Ich schmecke nur Kokos und Heidelbeere, wirklich gar nichts vom Spinat. Sieht eigentlich ganz gut aus. Warum versuche ich das kalt zu pusten? Also schmeckt wirklich erstaunlich gut. Und dadurch, dass ich halt gefrorene Blaubeeren benutzt habe, sind die auch richtig kalt. Also es ist keine Eiskonsistenz. Ich dachte erst, es wird mehr wie ein Eis. Es ist echt lecker und richtig erfrischend. Ich glaube, das muss ich öfter machen. So ihr Lieben, ich komme gerade vom Sport und ich mache mir jetzt einfach noch eine Portion Oatmeal. Ich habe zwar gerade eben erst eine aufgegessen, aber ich mache mir jetzt einfach nochmal Oatmeal, weil ich habe noch richtig Hunger. Und ich habe noch einmal Tofu, aber das ist für morgen. Und ich muss mir eh noch überlegen, was ich morgen zur Arbeit mitnehme. Ich hätte, glaube ich, nochmal einkaufen gehen sollen. Vor allem so frische Sachen. Also dieser Challenge, ich esse richtig gesund, wirklich sehr, sehr krass gesund. So frisch die ganze Zeit. Das ist wirklich heftig. Aber dadurch, dass ich nur frische, unverarbeitete Sachen esse, außer jetzt so Kokosmilch, okay, aber da sind jetzt auch nicht viele Kalorien drin, muss ich mich echt anstrengen, dass ich genug esse. Und das klingt immer so komisch. Vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch komisch. Sonst bin ich so hungrig die ganze Zeit und könnte Berge essen. Aber wenn man dann nur unverarbeitet ist, nur frisch, dann ist es irgendwie was anderes. Really qualified for summer versus
Die darauffolgenden Tage habe ich auch so gegessen wie vorher. Ich habe zum Beispiel Salat gegessen mit Tofu, Granatapfel und Champignons. An dem Tag, wo ich nichts zu essen hatte, habe ich übrigens Tofu mit Sellerie gegessen. Das war ziemlich traurig, aber dafür gab es dann ein größeres Abendessen mit Linsennudeln, Avocado und das Grüne ist Bok Choy. Und ja, das war auch wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und natürlich gab es dann zwischendurch immer mal wieder ein Oatmeal. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, Süßkartoffeln nochmal zu machen, auch wenn es wirklich lecker war. Aber Oatmeal esse ich genauso gerne. Als Zusammenfassung über die letzte Woche kann ich sagen, dass es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, mich so wie sie zu ernähren. Es war ein bisschen komisch, dass ich keine Bananen essen konnte und auch keine Tomaten, weil ich sonst wirklich super gerne Tomaten esse. Also ich liebe Tomaten einfach. Und es war schon komisch, sie plötzlich nicht mehr im Kühlschrank zu haben. Es war schon seltsam, weil mein ganzer Kühlschrank war irgendwie grün. Und dann habe ich noch Tofu gegessen, der war weiß. Das war alles so ein bisschen einfarbig und auch teilweise so ein bisschen eintönig. Aber Leute, ich glaube, das kommt einfach daran, dass ich mich jetzt so auf ihre totalen Favorites konzentriert habe. Also die Gerichte, die man einfach überall im Internet über sie findet. Aber ich denke mal, dass sie sich auch viel vielseitiger ernährt und auch mehr Gerichte zur Auswahl hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jeden Tag Süßkartoffeln mit Zimt isst, Drachenfrucht isst und ihren Sojalatte Macchiato trinkt. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber für dieses Video war es jetzt ganz cool. Was mir sehr gut gefallen hat, dass sie so nährstoffreich ist und so frisch, einfach so grüne Sachen. Ich fand die vegane Ernährung jetzt auch gar nicht schwer, weil ich schon mal eine Woche eine vegane Challenge gemacht habe und ich bin auch gerade im Januar dabei, einen ganzen Monat vegan zu essen. Da denke ich einfach gar nicht daran, dass ich eigentlich Fleisch essen wollte oder Eier, sondern es ist einfach irgendwie schon so in meinem Kopf drin, dass ich die ganze Zeit vegan esse. Ich habe auf jeden Fall viele coole neue Sachen entdeckt. Ich habe zum Beispiel Tofu wieder voll für mich entdeckt, dass ich den einfach anbrate oder auch mal in Salat rein tue oder irgendwie so nebenbei snacke. Ich gebe es zu, ich esse den dann immer, während ich den anbrate. Was ich jetzt nicht so toll fand, waren diese Bohnen, die sie da anscheinend gerne isst. Die fand ich so ein bisschen seltsam. Also ich habe zwar gesagt, die schmecken so ähnlich wie Kidneybohnen oder sehen so ähnlich aus, aber sie waren einfach nicht so mein Fall, aber das ist ja auch nur eine ganz kleine Sache in ihrer Ernährung. Ich kann sie ja einfach weglassen. Was letzte Woche ein Problem für mich war, war, dass ich die Süßkartoffeln zwar für die ersten 3 Tage vorgekocht habe und schön im Ofen gemacht habe und so und dann im Kühlschrank und dann nur noch in die Mikrowelle machen musste, um sie wieder aufzuwärmen. Aber danach habe ich keine mehr gemacht. Also ich habe noch welche hier. Sie sind auch immer noch im Schrank, aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, mir die Zeit dafür zu nehmen, alle einfach mal vorzubereiten und dann in den Ofen zu schieben. Deswegen habe ich meine Kohlenhydrate gefühlt in den letzten 3 Tagen nur durch Haferflocken und Blaubeeren und Obst aufgenommen. Und das hätte ich dann einfach anders gemacht. Ich glaube auch, dass sie noch ganz gerne Quinoa isst. Da müsste ich noch ein bisschen mehr recherchieren, was sie denn jetzt genau isst. Aber insgesamt hat es mir mega viel Spaß gemacht, so zu essen wie sie. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal so eine vegane Challenge auf jeden Fall zu machen und da ein bisschen auszuprobieren, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich finde, da ist es auch ganz witzig, wenn man sich an berühmten Persönlichkeiten orientiert. Also man muss jetzt natürlich nicht so essen wie eine bestimmte Person. Man kann ja einfach seinen eigenen Stil finden, aber man kann immer so von anderen Personen sich so ein paar Gerichte rauspicken, die zum Beispiel mega gerne essen und dann in seinen eigenen Ernährungsplan integrieren und dass man das dann immer wieder isst. Man kann sich einfach Inspiration holen. Ganz kurzer Zwischencut, ich musste gerade eben die Kamera wechseln, weil meine Batterie alle war. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass man sich jetzt nicht auf eine Person beschränken soll oder irgendeine Person nachahmen soll, egal bei was, ob jetzt bei der Ernährung oder wie sie sich verhält oder bei den Kalorien oder beim Sport. Man muss einfach seinen eigenen Stil finden, aber man kann sich eben durch andere Personen Inspiration holen und ich finde, Ariana Grande eignet sich da wirklich gut zu, ernährt sich sehr nährstoffreich und frisch und das finde ich sehr bemerkenswert. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr immer so eine kleine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann verpasst ihr auch keins mehr. Und ihr könnt gerne Ideen für weitere Challenges in die Kommentare schreiben oder berühmte Persönlichkeiten, von denen ich mal ein bisschen mehr über die Diät herausfinden soll oder über die Ernährung, heißt es ja Diät gleich Ernährung, so auf Englisch. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!